Fälle. Und zwar schauen wir jetzt an diesem Punkt hier nochmal ganz kurz der Risikohinweis, den möchte ich an der Stelle nochmal einblenden, weil der Ton gerade auch nicht da war. Kurz nochmal für diejenigen, die das Video im Nachgang dann auch sehen: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das müssen wir an dieser Stelle natürlich immer wieder sagen. Und wir machen hier jetzt gleich den Blick in die Märkte rein. Das heißt, ich hatte es avisiert, auch schon im Blog. Da war ja für den heutigen Tag der Goldmarkt der Top-Peak sozusagen. Wir sehen es hier im Bild der Stunde. Es geht ordentlich aufwärts. Ich möchte aber, bevor wir uns hier die kleineren Zeiteinheiten anschauen, einfach mal ganz kurz auf die größere Zeiteinheit eingehen. Das heißt, ich möchte hier ganz kurz mal den Wochenchart vom Gold beleuchten. Der Wochenchart an sich, warum beleuchte ich den hier? Wir sehen hier das schöne Dreieck, wo die Korrektur auch reingelaufen ist, mit dieser sehr, sehr steil verlaufenden Oberseite aus dem Dreieck raus. Und hier auch der Bereich um die knapp 1900-Punkte-Marke, der hier im Kurzfristbereich auch immer wieder geholfen hat, nach oben zu gehen. Das war ja hier drüben auch der Bereich, in dem wir sehr, sehr stark nach oben raufgelaufen sind, ne? Also hier dieser Bereich, als dann den Schub nach oben gab, der hat hier um die 1902 die Woche beendet und dann gab es gleich dynamisch den nächsten Schub nach oben und die Trader, die hier auch seit längerem dabei sind, vom Jahrestief bei 1451 Dollar ging es nach oben auf 2075 Dollar und jetzt scheint der Markt hier wirklich auch weiter nach oben zu wollen. Und wie schon gesagt, hier mal mit Absicht der Blick in das ganz, ganz große Bild rein, damit wir mal sehen, welches Potenzial auch hiermit steht. Wir schauen, wir stehen gerade bei 1983 US-Dollar. Und bis zum Hoch hier, wenn die Bewegung auch weiter, das Potenzial auch ausgibt, alleine bis zum Hoch ist ja Luft bis 2075 US-Dollar. Also da ist ordentlich Holz vor der Hütte, was man durchaus auch mitgehen kann. Und damit ist an dieser Stelle natürlich das Potenzial zur Oberseite da. Und das ist hier die Nachricht, die definitiv zu nehmen ist, weil das ist ein Wochenchart, da schauen auch ganz andere Trader mit drauf. Gerade von dem Voluminas, da ist deutlich Potenzial zur Oberseite. Seite an, wenn man auch mal schaut, die Hochs der Wochen, die wir hier vor uns noch liegen haben, das ist durchaus sehr, sehr interessant. Und für die aktiven Trader, zumindest für die kurzfristigen Trader, die Swing Trader, die hier den Wochenchart traden, sind ja durchaus auch aktive Trader und Traderinnen. Von der Seite her schauen wir uns das Ganze jetzt noch mal kurz im kleineren Bild auch an, weil das ist ja das kurzfristig Interessante. Und hier sehen wir schon, was los ist. Bei den Dreiecken gibt es ja auch immer das Thema eines Rückschlages, das heißt eines Fehlausbruchs. Das sieht momentan noch nicht so aus. Sollte das allerdings kommen, dann haben wir an dieser Stelle definitiv hier an diesem Punkt natürlich auch unten ein bisschen was zur Unterstützung. Das habe ich hier mal versucht, so ein bisschen zu skizzieren hier, nachdem wir nämlich über diesen Widerstand hier drüber gegangen sind bei 1980, ist die Bestätigung des Ausbruchs aus dem Dreieck auch gelungen. Unterseite hat Support sozusagen erst einmal natürlich das Ausbruchslevel bei 1980 und dann hier dieses Trendfortsetzungslevel. Ich skizziere euch das mal ganz kurz ein, kurzen Augenblick. So, wo haben wir jetzt da? Haben wir es? So, hier das Zeichentool. Und zwar schaut es euch an, ich skizziere hier einfach mal den großen Trend nach oben hin, der hier in der Stunde auch gut ersichtlich ist. Sozusagen dieser Verlauf hier. Und da haben wir hier um die 1975, 76 das Trendfortsetzungslevel. Und das wäre dann durchaus auch mal ein Bereich, wenn es einen kurzen Rückschlag gibt, was ein guter Kaufbereich an dieser Stelle wäre. Ansonsten nach unten hin zu sehen, natürlich der Bereich in etwa hier dieser Testbereich um die 1960, der hat schon das ein oder andere Mal natürlich dafür Sorge getragen, dass der Markt nach oben gelaufen ist. Und dann hier dieses Trendbildungslevel um die Marke von 1955 Zählern. Und wir sehen es hier hinten, das ist jetzt nicht nur hier in diesem Bereich dieser Trendbildung ein wichtiger Punkt gewesen, sondern hier natürlich den Weg nach drüben. Da war es ein Widerstandslevel, das hier deutlich auch mit rausgenommen wurde. Elena schreibt mir fleißig auch auf Skype die Fragen von Facebook rüber. Ich sehe nämlich momentan auch wirklich gar keine Fragen hier über Facebook. Danke, liebe Elena. Das heißt, wir schauen heute auch noch nach den entsprechenden Handelsideen hier noch auf ein paar weitere Wunschmärkte. Da kümmern wir uns gleich dran. Elena, danke, ist gut mit angekommen. Also, Gold zur Unterseite, da haben wir die Support-Level und im kurzfristigen Bereich können wir jetzt auch schön zur Oberseite schauen. Das heißt, wenn dieser Ausbruch nachhaltig weiter nach oben läuft, haben wir im Kurzfristbereich natürlich erst einmal hier oben rein den Blick auf die 2015 US-Dollar-Marke. Das ist das Hoch hier oben. Die kurzfristigen wird noch der ein oder andere untergeordnete Schwungbereich mit interessieren.
interessieren. Und da haben wir ein paar Marken liegen hier, die 98, also die 1998 hier, noch ein kleiner Schwungbereich. Das sind so die untergeordneten Trendverläufe hier, die 1995 Punkte-Marke. Und dann hier, wenn wir uns die Hochs mal noch anschauen, hier haben wir noch die 2006 US-Dollar und dann hier in diesem Bereich der kleine Spike hier oben um die 2010. Also wir haben dort im Kurzfristbereich einige schöne Level auch mit da, die oben für Dynamik auf der Kaufseite sorgen können und die sollte man durchaus da haben und da könnte es im kurzfristigen Bereich, wie schon gesagt, bei einer Aufnahme des Ganzen hier nach oben durchaus interessante Zielbereiche Richtung 2015 US-Dollar geben. Der ein oder andere Trader wird sich jetzt fragen, na wieso geht denn jetzt der Seidel hier in dem kleinen Bereich nicht gleich auch auf die 2075 US-Dollar ein oder möglicherweise die 2100. Das ist für die kleinen Handelsansätze zu weit gedacht. Ja? Das heißt, wir müssen einfach mal sehen, eine Stunde korrigiert ja auch irgendwann mal wieder. Und wenn wir solche Korrekturverläufe sehen, wie wir das hier unten gehabt haben, das sind für die kurzfristigen Handelsansätze einfach viel zu tiefe Rückläufe, um noch ein gesundes Risikomanagement zu haben. Deshalb braucht man in den kleineren Zeiteinheiten auch immer wieder die näheren Kursziele, um das Ganze hier einzulocken und die Gewinne entsprechend mitzunehmen, beziehungsweise den gesamten Handelsansatz auch mit mit Stoppnachzügen und so weiter und so fort entsprechend an den Markt mit anzufassen. Das ist übrigens auch ein Thema im Seminar am 26. 27. September. Gut, das hätten wir im Gold besprochen. Wir machen weiter mit Währungspaaren und zwar hier an dieser Stelle die Währungspaare Kandola, Schweizer Franken und Euro, Australdollar. Das hatte ich ja im Blogbeitrag auch gleich mit angekündigt. Erster Blick hier, Kandola, Schweizer Franken. Interessant, was hier auf Tagesbasis mitzusehen ist. Das Level, an dem das Währungspaar gerade verortet ist. Ich zoome es mal ganz kurz ran. Hier oben wieder dieser Drehbereich. Der Drehbereich hier oben, ich mache mal kurz den Chart noch ein bisschen sauber, das ist das Ausbruchslevel nach unten hin. Hier diese Marke, das war mal eine Unterstützung, die sehen wir hier in diesem Bereich zu laufen. Und da läuft der Markt momentan ziemlich stark ran, kommt aber noch nicht so richtig raus aus dem Ganzen. Ne? Ich mache mal ganz kurz hier die richtige Farbe, dass es ein Widerstandsbereich wird. Und hier an dieser Stelle wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, was macht der Markt denn hier um die Marke von 0,691. Wir sind übergeordnet immer noch in einem Abwärtstrend laufend. Ich skizziere auch das mal ganz kurz noch mit ein. Und dieser Abwärtstrend ist hier definitiv aktuell der Richtungsgeber. Das heißt, im kurzen Bereich, ja, hier das kurzfristige Bild, einfach mal nach oben gezogen. Hier sind wir rangelaufen, hier neues Tief, Korrektur hoch, weiteres Tief. Und das, was wir hier jetzt sehen, im kleineren Bereich, das ist sozusagen der korrektive Aufwärtstrend. Ne? Der läuft hier schön nach oben und der hat natürlich auch noch etwas Raum zur Oberseite hin. Aber wir sehen es, er kommt momentan nicht so richtig über dieses obere Level hier, um die, naja, was haben wir da, 0,693 hinaus. Da wird immer wieder abverkauft. Und das ist jetzt der interessante Punkt. Schafft es der Markt tatsächlich oben rauszulaufen, das heißt diesen Trend schön nach oben fortzusetzen, dann haben wir schon die Chance einer korrektiven Ausweitung erst einmal hier oben rein in die Marke um die 0,70. Das wäre mal ein gutes Anlauflevel. Dazu müssen wir allerdings hier über diesen Bereich oben drüber. Und da wird ja momentan deutlich immer wieder abverkauft. Da finden sich noch keine Käufer. Das heißt, wir laufen hier seit gut zwei Handelswochen deutlich seitwärts. Und das ist eher so ein bisschen ein Zeichen, dass der Markt so überlegt, naja, wollen wir denn jetzt hoch oder fallen wir doch wieder runter? Brechen wir unten drunter weg unter die 0,6877 hier in diesem Bereich? Das wäre dann ein erstes Indiz dafür, dass der Markt wieder runter will. Das wäre definitiv das Verkaufssignal und dann kommen auch die tieferen Level wieder mit rein. Jetzt mache ich mal kurz den Zeichenmodus aus hier an dieser Stelle und die tieferen Level, die hier wieder reinkommen, das wäre dann natürlich interessant zu sehen. Hier die Tiefs des Aufwärtstrends und die haben wir ja hier an diesen Stellen liegen. Ich markiere es mal ganz kurz auf. Die 0, was haben wir hier, 68,4 und die 0,68 knapp 9. Das sind die Marker, die wir da haben, hier auf dem Weg nach unten in Richtung Trendfortsetzung, also aus der Korrektur heraus den Markt nach unten wegzuschieben. Und das ist wirklich dann auch die interessante Geschichte, die wir hier an dieser Stelle haben. Bruch nach unten würde das Schutzsignal initiieren und dann natürlich hier den Weg nach unten mit reinnehmen. Und wie schon gesagt, Zielmarken haben wir hier
Auf alle Fälle, ja. Die Ausdehnung zur Oberseite hatte ich an dieser Stelle ja auch besprochen. Wer das Ganze noch in den kleineren Zeiteinheiten sehen möchte, ich gehe mal ganz kurz vom Tag in den 4-Stunden-Chart rein und da sehen wir das auch. Wartet mal, ich mache euch ganz mal kurz noch die Hilfe an. Wer das noch nicht kennt, das MTON-Live-Signal, das kann man hier in den MetaTrader mit reinpacken und sich die Trends auch anzeigen lassen. Und hier sehen wir es. Das ist das, was ich gerade auch so ein bisschen skizziert hatte an dieser Stelle. Hier oben läuft der Markt halt momentan trendig nach oben. Und wenn dieser Trend hier rausgenommen wird, dann haben wir die Potenziale zur Unterseite hin auch definitiv da. Und wenn ich das mal ein bisschen zusammenraffen darf, dann haben wir hier sozusagen dieses Level. Und wer es ganz fein nehmen möchte, der hat den Bruch dieses Trends nach oben hin sogar schon deutlich eher. Der hat den hier unten an dieser Stelle unter dieser Marke von 0,889, da unten drunter hier. Das wäre dann der Schub zur Unterseite. Und da muss man einfach sagen, da geht es dann nach unten hin. Und das sind dann so erste Tendenzen, dass der Markt wirklich drunter möchte. Und spätestens dann, wenn wir hier unter die 68, 77 drunter laufen, wäre das Short-Signal definitiv am Markt aktiv. Und dann können wir die unteren Seiten entsprechend auch wieder mit aufnehmen. Und wir sehen halt hier auch, dass der Markt so ein bisschen müde wird, weil wir sind immer ganz knapp oben auf ein neues Trend hochgelaufen und haben dann ganz, ganz tief korrigiert. Dann hier oben an dieser Stelle ganz, ganz knapp ein neues Hoch gemacht und dann wieder ganz, ganz tief korrigiert. Und das ist das gleiche Bild, was wir jetzt sehen. Und daran sehen wir, dass der Markt so ein bisschen müde ist. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie es hier weitergeht, weil wir sehen es hier unten schon an dieser Stelle nach unten hin, holt der Markt auch immer mal ein bisschen aus. Und das sind so Anzeichen, dass es durchaus auch nach unten gehen kann und dass die Korrektur nahe eines Ende ist. Wir müssen allerdings abwarten, was der Markt hier macht. Dem Markt bitte nichts vorwegnehmen, weil das ist in der Regel nicht das, was man auf dem Markt hören möchte oder vom Markt hören möchte. Sondern wenn wir dem Markt etwas vorwegnehmen, dann hoffen wir sozusagen, dass der Markt auch das spielt. Und es ist aus meiner Erfahrung heraus viel, viel sinnvoller, mit dem Markt zu spielen und nicht zu hoffen, dass das klappt. Das war's zum Währungspaar kanadischer Dollar, Schweizer Franken. Und wir gehen jetzt noch auf Euro, Australdollar ein. Hier der Blick in den Chart. Hier auch erst einmal wieder der Blick in den Tag hinein. Wir sehen die Währung momentan auch deutlich wieder nach unten hin unterwegs. Aber eine relativ interessante Verortung, die wir hier im Tageschart auch sehen. Ich mache es mal etwas größer, das Bild an dieser Stelle. Hier sehen wir es. Schaut euch das mal an, das Bild hier. Sind wir weiterhin verortet in dieser Seitwärts-Range? Oben der Deckel drauf bei ungefähr 1,654. Unten der Boden um die Marke von 1,608. Und jetzt aufgepasst. Das ist ein gutes Setup für ein In-Range-Trading. Das heißt, solange wir hier nicht in die eine Richtung oder andere Richtung aus der Range ausbrechen, haben wir immer gut die Chancen, gerade die kurzfristigen Trader von der unteren Range-Seite zur oberen und von der oberen zur unteren zu traden. Das hat der Markt mittlerweile öfter gemacht, ne? Hier einmal unten angesetzt, ganz nach oben gelaufen, wieder unten angesetzt, wieder ganz nach oben gelaufen. Jetzt sind wir wieder unten. Da haben wir durchaus die Chance, nach oben reinzulaufen und hier diesen Ausbruchsbereich zumindest erstmal anzutesten bei 1,634 und dann den Markt ein Stück nach oben zu begleiten. Und wenn wir uns das mal kurz im kleineren Bild auch anschauen wollen, hier mal kurz in die Stunde rein, dann sehen wir es auch, wie die Range sich hier entsprechend verhält und dass wir hier unten durchaus in der Lage sind, einen Rebound zu bekommen. Wir müssen natürlich oben drüber. Das heißt, das Erste, was ich hier an dieser Stelle auch sehen möchte, ist, dass der Markt hier oben drüber läuft. Also hier oben über die Marke von 1,62,250 oben drüber laufen. Dann haben wir nämlich die Situation, dass wir wieder die Aufwärtsrichtung aufnehmen. Das heißt, das wäre dann tatsächlich hier der Markt, dass wir von unten rauskommen und hier oben drüber laufen. Und dann haben wir schon die Chance, Stück für Stück nach oben mitzulaufen und hier eine Long-Richtung zu machen. Erst einmal in Richtung dieses Verkaufslevel hier um die 1,634 und dann natürlich der Weg nach oben hin zur Oberseite der Range auch offen. Wenn es der Markt spielt, ist das ein interessantes Setup, was wir hier an dieser Stelle haben und wir durchaus auch mit aufnehmen können. Und einen kleinen Boden haben wir ja auch da. Wir sehen, der Markt will hier noch nicht so richtig drunter. Das heißt, hier unten haben wir das Level, wo der Kauf oder das Kaufinteresse plötzlich wieder reingekommen ist. Und das sind durchaus gute Marken, um zu sehen, hier ist ein Boden. Und wenn wir dann hier oben drüber fliegen, über dieses kleine Zwischenhoch, wird der Abwärtstrend
Abstand der kleinere hier rausgenommen und dann haben wir durchaus die Chance, nach oben hin mit ranzulaufen. Und auch hier haben wir im kurzfristigen Bild Anlaufpunkte zur Oberseite hin. Das heißt, hier oben diese Marker, die wir da haben, die sind schon interessanterweise zu sehen. Ich mache kurz mal die Linie noch in einer anderen Farbe. Das heißt, hier sind diese Bereiche durchaus interessant anzulaufen und für die Planung durchaus mit anzunehmen, dass wir hier ein paar Zwischenhochs haben aus dem Schub nach unten. Und zwar sind das tatsächlich hier die Marker, wie ich sie abgezeichnet habe, um knapp die Marke von 1,6297 und dann haben wir hier noch ein kleines Swing bei 1,63, knapp 3 hier aus der Range raus. Und das schauen wir uns mal kurz noch im 15-Minuten-Chart mit an. Da sehen wir das Ganze nämlich ein bisschen besser. Hier schaut mal, das sind die oberen Bereiche, die Korrekturhochs, die wir hier aus dem Abwärtsschub gesehen haben. Und das sind durchaus interessante Anlaufbereiche. Und wie schon gesagt, wir sehen es hier auch, die Marke von 1,62, 2,46. Das ist das, wo wir hier nach oben laufen sollten und das Ganze schön zur Oberseite hin auch mit sehen, mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten im Euro-Austral-Dollar. So, dann kommen jetzt der Reihe nach noch Wunschmärkte dran, und zwar britisches Pfund, US-Dollar, Euro-Kan-Dollar, dann haben wir noch kanadischer Dollar, japanischer Yen, der wird gefragt, und Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Sehen wir den Aufbruch heute oder geht es wieder runter? Gut. Eins nach dem anderen. Schauen wir mal durch hier. Ich starte mal mit dem Währungspaar britisches Pfund US-Dollar, bekannt auch als das Cable. Das Teil macht richtig Spaß im Depot. Da oben haben wir es. Die Party ist echt am Gange. Wir haben das auch in unserem Devisen-Setup-Portfolio mit dem Martin zusammen getradet. Der Markt ist echt irre. Und wir sehen es hier oben auch im Chart. Ich habe die Chartzeichnungen auch mal noch mit drin gelassen, die wir hier haben. Nachdem hier wirklich diese Marke von 1,32 überwunden wurde, kennt der Markt nach oben aktuell kein Halten mehr. Nächster Anlaufpunkt wäre hier mal dieses Hoch, dieses Spike-Hoch bei 1,3515. Und bevor wir jetzt hier weitersprechen, muss ich mal ganz kurz die Zeiteinheit wechseln, einfach um euch hier an dieser Stelle mal zu zeigen, wo wir noch weiteres Potenzial haben, ne? Also der nächste Anlaufpunkt, ganz klar, mit Blick auch in die Woche, ist hier dieses Hoch bei 1,3515. Und die nächsten Marker, die wir da haben, wäre erst einmal das Verkaufslevel hier, ganz grob im Bereich um die 1,371, und dann natürlich hier oben dieses Level um die 1,43, knapp 6. Weit, weit weg alles, aber ich gehe ja häufig hier mit Absicht mal ein Stückchen in die größeren Zeiteinheiten, um auch wirkliche Potenziale mit rauszuheben. Und wir sehen es halt, nachdem der Markt jetzt wirklich diesen wichtigen Bereich hier um die 1,328, 1,33 rausgenommen hat, haben wir gutes Potenzial zur Oberseite. Und wir sehen es halt auch, wo hier die Chancen auf der Oberseite liegen. Und da ist noch viel, viel Luft nach oben, ohne jetzt auf einzelne Setups auch eingehen zu wollen, weil wir stehen gerade schon in einer ordentlichen Bewegung. Sehen wir hier als nächsten Anlaufpunkt wirklich nach der 1,34 hier oben die 1,35. Das sind die Chancen, die wir hier auf dieser Stelle haben. Und wenn wir uns das Bild mal im Tageschart anschauen, dann sehen wir schon sehr, sehr schön auch hier, dieser Trend nach oben ist halt da. Er läuft schön hier ganz gut durch. Ich mache mal kurz noch den Lower Timeframe ein. Da sehen wir auch die Gegenbewegung immer mal. Da sehen wir, dass der Markt auch so ein bisschen atmet und dass wir immer wirklich richtig schön die Potenziale auch da haben. Und für die ganz, ganz aktiven Trader, also die, die den Markt relativ eng begleiten, ist es jetzt natürlich interessant zu sehen, wo die Potenziale jetzt auch liegen, wo man kurzfristig auch mal schauen könnte, möglicherweise einen kleinen Gegentrend-Trade zu machen, kurzfristig zur Unterseite hin. Momentan ist das Kaufinteresse halt sehr, sehr stark auch noch nach oben gesehen. Aber hier oben, die 1,35, die ist sehr, sehr spannend zu sehen. Und der Bereich, der auch noch interessant zu sehen ist, ist hier dieses Level, schaut mal hier, diese Abverkaufskerze an diesem Hoch hier. Was passiert am Tageshoch? Wenn wir hier tatsächlich die Dynamik weiter nach oben sehen, haben wir gute Chancen, auf die 1,35 raufzulaufen. Sehen wir hier in diesem Bereich aber eher Kursschwäche und den Markt etwas nach unten gehen, dann haben wir Chancen, etwas Korrektur zu sehen. Und für die Korrektur wechseln wir mal ganz kurz in den Stundenchart rein. Weil da sehen wir hier das Ganze auch schön am Laufen hier, das ist der Trend nach oben und hier sehen wir schön den Bewegungstrend hier, das ist das, was wir hier haben, schaut mal hier, schlängelt sich der Markt so schön zur Oberseite hin, auch immer mal ein bisschen spikig das Ganze hier, die Bewegung auch schön nach oben gelaufen, da sehen wir auch untergeordnet die Trends und hier an dieser Stelle, das ist das Wichtige, solange
wie wir uns innerhalb dieses Bereichs hier aufhalten und nicht hier unter die 1,33,5 runterlaufen, ist dieser Bewegungstrend weiterhin absolut intakt. Kriegen wir hier oben aber Schwäche rein und der Markt korrigiert, das ist jetzt das Interessante für die kurzfristigen Trader. Da muss man sich jetzt entscheiden, was man möchte. Möchte man auf diese Bewegung hier aufspringen, also auf das letzte Stück nach oben rauf hier, da sehen wir, dass der Bewegungstrend aktuell gebrochen ist und wir durchaus ein bisschen Chance zur Unterseite haben. Heißt also hier an dieser Stelle, das hier an diesem Punkt die letzte Bewegung gewesen. Und jetzt gehen wir mal kurz in die kleineren Zeiteinheiten rein für die Planung in den 5 Minuten. Und da sehen wir nämlich ganz, ganz klar hier, schaut euch das mal an, das war die Korrektur hier unten rein. Naja, der springt mir hier ein bisschen weg, also bis hier unten hin in etwa. Hier war das Tief gewesen und dann ging es nochmal nach oben rauf hier und jetzt ist sozusagen der Trend gebrochen. Heißt also, hier ist jetzt das Ganze nach unten unterwegs. Da oben um die 1,34, knapp 2 oder 1,9 hatten wir das hoch. Und wenn es jetzt hier nach unten zur Abwärtstrendbildung kommt, das wäre dann interessant für die ganz kurzfristigen Trader, hier ein bisschen Korrekturhandel zu machen. Und wir haben da auf alle Fälle auch ein paar potenzielle Anlaufpunkte hier an dieser Stelle. Das heißt, hier unten mal diese Zwischentiefs, die wir hier haben, um die 1,33, knapp 9. Das wäre auch dieses Ausbruchslevel hier an dieser Stelle. Das kann man unter Umständen mit annehmen, beziehungsweise für die Zielplanung mit herannehmen, weil das sind ja dann die Korrektur-Tiefs und wenn wir hier Orders liegen haben, sind es ja Verkaufsorders und die bringen dann Druck auf den Markt. Das wäre mal ein Anlaufpunkt und ein weiterer Anlaufpunkt, der durchaus interessant sein könnte, wäre hier diese Drehmarke unten raus, als der Markt hier aus der Seitwärtsphase nach oben raufgebrochen ist, um die 1,33, knapp 75. Das sind die Marker, die wir ganz, ganz kurzfristig im britischen Pfund auch liegen haben, die durchaus vielleicht für den aktuellen Handelstag interessant sein könnte. Notwendig dazu ist es allerdings, dass wir hier unten drunter laufen, unter dieses Tief und einen kleinen Abwärtstrend nach unten machen. Das wäre dann ganz kurzfristig richtungsführend und hier auch wieder bitte die Ziele für den Korrekturhandel nicht zu weit weglegen, weil wir handeln immerhin in dem Moment gegen den vorherrschenden Trend. So, dann kommt als nächstes das Währungspaar Euro-kanadischer Dollar, haben wir hier, Moment, da auch erst einmal der Blick in den Tageschart mit rein. Hier sehen wir nämlich einen schön schwächelnden Markt und eine interessante Situation hier unten in diesem Bereich um die 1,54, 2 bis 1,54, 8 in etwa. Da haben wir ein relativ starkes Supportband und da wird es jetzt recht interessant sein zu sehen, was wir machen. Bevor wir hier in die Detailanalyse gehen, möchte ich gerne nochmal hier in die größere Zeiteinheit rein, nur um mal kurz zu zeigen, was hier los ist, dass wir hier dynamisch auch stark nach oben gelaufen sind und wir von oben immer wieder die Verkaufsschwäche reinbekommen haben. Das sehen wir auch immer wieder und aktuell ist der Markt zur Unterseite wieder unterwegs in diese Kaufzone rein und da wird es jetzt interessant zu sein, zu sehen, was passiert. Schauen wir uns den Tag mal eben an. Wir sehen es. Wir haben schon angelupft und laufen jetzt nach oben hin rauf. Und das ist das Schöne, was wir sehen, der Abwärtstrend ist jetzt da. Also wir haben auf Tagesbasis tatsächlich einen aktiven Abwärtstrend auch mit drinnen. Und dieser Abwärtstrend, der wird gebrochen, wenn der Markt hier über diese Marke oben drüber läuft. Also hier oben über diese 1,56 knapp 5. Wenn wir da oben drüber laufen, ist dieser Abwärtstrend rausgenommen. Das ist allerdings auch ein Widerstand hier oben. Das ist also das letzte Korrekturhoch. Und wenn wir uns das mal eben kurz hier im 4-Stunden-Chart anschauen, dann sehen wir hier, der letzte Schub nach unten, der ist ganz, ganz klar hier, kommt da von oben schön, das ist der Trend, der Abwärtstrend auf Tagesbasis, er kommt schön von oben nach unten rein. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist aktuell lediglich die Korrektur. Ja, das ist wichtig zu wissen. Und wir sehen auch, dass die Korrektur hier oben in diesem Bereich um die 1,56 etwas schwächelt. Da wollen wir auch nicht so richtig drüber hinaus. Da sehen wir immer wieder Abverkäufe von diesem Bereich oben drüber. Und das an dieser Stelle ist halt das Bild, dass wir so ein bisschen Schwäche sehen. Heißt also, schiebt es den Markt über die 1,56 drüber, haben wir Chancen zumindest erstmal auf die 1,56 knapp 5, also hier dieses Korrekturhoch reinzulaufen. Eine Ausweitung der Korrektur nach oben hin ist natürlich jederzeit möglich, aber wenn wir hier drüber laufen über die 1,56 knapp 5, dann ist der Abwärtstrend gebrochen und das sieht dann eher wieder so aus zur Oberseite und dann haben wir auch potenzielle Anlaufmarker auf der Oberseite und das wären hier
genannt, die 1,57 knapp 6 und die 1,58 knapp, was haben wir hier, 25. Die Marker sind da, wenn es zum Bruch kommt. Drehen wir aber um, ist das Potenzial nach unten da? Und da stellt sich dann die Frage, was macht der Markt hier in diesem Supportband? Kriegen wir richtig Stärke rein? Dann haben wir auch wieder die Zeiten oder die Zeichen zur Oberseite hinstehen. Kriegen wir es aber nicht rein, dann ist der Markt eher nach unten offen. Nur das ist im kurzfristigen Bereich noch gar nicht so interessant. Interessanter ist es, was passiert hier. Wenn wir hier nämlich schön abverkaufen, haben wir gute Chancen, erstmal aus der Korrektur Richtung Trendtief unten reinzulaufen. Und das ist ja schon mal ein interessanter Bereich, wenn man sich einfach mal anschaut zum Thema Chance-Risiko-Verhältnis, wie viel Weg nach unten ist da und wie ist die Absicherung da. Da sehen wir halt, dass nach unten hin hier, wenn wir das Umkehrmuster bekommen, doch mehr Platz zur Unterseite hin ist als zur Oberseite. Und das ist schon interessant, wenn man diese Richtung auch mal sieht und die 4 Stunden mal nimmt. Da kann man sich durchaus sagen, gut, wir gehen jetzt hier in die 15 Minuten rein. Und wenn sich hier ein Abwärtstrend bildet, dann haben wir schon mal zumindest ein Indiz dafür, dass wir runterlaufen können. Und wenn wir uns das Ganze in den 15 Minuten auch mal anschauen, hier unten im Kurzfristbereich, da haben wir auch wichtige Marker liegen. Hier das Zwischentief um die 1,554, das wäre ein starkes Indiz dafür, dass wir runter wollen. Und das ist dann das Zeichen, dass die Umkehr durchaus eine Chance hat und dann ist der Weg nach unten hier kurzfristig zumindest erstmal wieder offen. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar und dann haben wir noch Kan-Dollar-Japanischer Yen. Da schauen wir auch direkt mit rein, Kan-Dollar-Yen, da ist er hier an dieser Stelle. Wir sehen es, der Kan-Dollar-Japanische Yen aktuell rein von der Verortung her oben am alten Verkaufsbereich mit drauf. Hier oben kroppt die Marke um die 81,50. Kurzen Augenblick, ich ziehe mal hier das Widerstandslevel noch mit rüber. Und hier oben ist es jetzt wirklich, wirklich interessant. Warum ist es interessant? Wir sehen es hier, der Markt trendet seit geraumer Zeit im Kleinen wieder schön nach oben. Hier unten dieses Level um die 78,54. Hat sozusagen gehalten. Es gab zwar einen kurzen Ausflug nochmal nach unten auf die 77,61, aber seitdem trendet der Markt nach oben. Das heißt, hier war definitiv kein Verkaufsinteresse da und wir haben schön den Aufwärtstrend nach oben hin am Laufen. Sollte der sich direkt fortsetzen, heißt das also hier Überbruch, hier über die 81,5 und dann schön den Markt nach oben schieben. Nächstes Anlauflevel auf der Oberseite, ich nehme mal ganz kurz das mit drauf, wäre mal hier dieses kleine Zwischenhoch bei knapp 81,9. Und danach ist der Weg tatsächlich offen hier oben rein in den Bereich um die 84,6 und das ist viel Potenzial, auch das interessant für Swing Trading. Hier kommt es jetzt darauf an, wie der Markt sich hält sozusagen. Wenn wir uns das mal anschauen, wir kommen ja bezogen auf diesen Aufwärtstrend hier schon aus einer ordentlichen Korrektur von unten nach oben raus und wenn wir hier tatsächlich Stärke reinbekommen, wäre das ein gutes Zeichen. Da hilft ein bisschen der Blick entsprechend rein in das, was in der Stunde läuft. Und da ist das, was wir hier auch sehen, relativ interessant, dass wir hier so eine kleine, sag ich mal, runde Bodenbildung haben hier. Wartet, ich zeichne euch das mal ganz kurz ein. Das Zeichentool, wo haben wir es da? Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Einfach mal hier rein. Hoppala, sorry. Das hier, das, so ein bisschen der runde Boden. Da bin ich künstlerisch nicht so kreativ wie manch andere, aber ich hoffe, man sieht es trotzdem. Also das ist jetzt der Boden und wenn sich das Ganze schön nach oben fortsetzt, dann haben wir hier tatsächlich auch die Korrektur gehabt. Schaut mal hier, der letzte Schub, ordentlich nach oben gelaufen hier. Dann die korrektive Phase nach unten. Wir sehen es hier oben raus und wenn wir tatsächlich hier die Trendfortsetzung machen, dann haben wir eine gute Chance, nach dem Verharren unter diesem Widerstand hier die 81,50 rauszunehmen und deutlich weiter zur Oberseite mit reinzulaufen. Also das mal der Blick in ein mögliches Long-Setup im Währungspaar Kan-Dollar-Japanischer Yen. So, dann kriegen wir noch britisches Pfund-Japanischer Yen. Heute mit auf die Uhr haben wir hier britisches Pfund-Japanischer Yen. Da ist er. Hier das Ganze auch stark nach oben unterwegs. Wir sehen es, der britische Pfund auch in anderen Währungen natürlich deutlich nach oben. Wir haben es ja vorhin im Cable auch gesehen. Also das Pfund nimmt momentan die Richtung nach oben hin auch gerne mit an dieser Stelle. Heißt also, wir sehen hier Wachstum. Und dieses Wachstum hier mit Blick in den Tageschart hat mittlerweile dazu geführt, dass wir diesen alten Verkaufsbereich da oben rausgenommen haben. Hier, schaut mal, das war ja hier skizziert nochmal der starke Abwärtsrutsch. Der wurde hier sozusagen initiiert. Hier ist das ganze System von oben nach unten zusammengebrochen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn wir uns hier oben
sage ich mal, stabil über diesem Level halten können. Da wird halt aus diesem ehemaligen Verkaufsbereich ein Supportbereich. Das zeichne ich gleich mal ein. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant zu schauen, was der Markt hier an dieser Stelle macht, wie er sich weiter verhält. Die Frage ist, wie geht es denn weiter? Und ganz klar können wir hier an diesem Punkt eins konstatieren. Wenn wir hier über das Vortageshoch drüber laufen, läuft der Bewegungstrend nach oben fort. Und den nächsten Anlaufpunkt, den wir hier auf der Oberseite haben, das ist mal ganz klar hier oben dieses Level um diesen alten Verkaufsbereich bei Kropp 144,70. Das wäre mal der nächste Anlaufpunkt. Das heißt, hier ist es sehr, sehr interessant und wichtig zu sehen, was passiert hier am Vortageshoch. Laufen wir hier drüber, läuft die Bewegung weiter nach oben fort und schaut mal hier dieser kleine Bereich hier drüben. Also die 142 ist eine interessante Marke und wenn wir da durchlaufen, haben wir die Chancen zur Oberseite hin. Das sieht man auch gut in den untergeordneten Zeiteinheiten. Schaut mal hier, haben wir sozusagen den Trend in seinem Verlauf. Hier das letzte Korrekturtief und dann oben schön das Ganze rausgeschoben. Und das sind die interessanten Marker, die wir hier sehen, wo wir auch sehen können, wie geht es denn weiter, ne? Und wenn wir uns das mal kurz noch anschauen wollen hier, ich kann leider nicht so kleinklicken, sonst sehen wir nichts mehr. Hier haben wir einen kurzen Zacken drunter gehabt. Wir verharren sozusagen unter dem Vortageshoch. Und wie ich schon gesagt, wenn wir das rausnehmen, ist das ein sehr, sehr bullisches Zeichen, dass der Markt definitiv hoch will. Ansonsten, wenn wir hier oben über dieser Linie verharren, ist das ein Zeichen von einer starken Korrektur. Ein Rutsch unter die 141, das initiiert eher wieder so ein bisschen Korrekturausdehnung zur Unterseite. Und wenn wir das sehen, ja, dann müssen wir uns so ein bisschen auf die Unterseite konzentrieren. Das wäre mal hier dieses Level um die Marke von 140 japanischen Yen. Der erste Anlaufpunkt hier sinnvoll in diesem kleinen Trendverlauf nach oben zu sehen, dass der Blick in britisches Pfund, japanischen Yen, Pfund, Dollar haben wir schon. Dann ist jetzt die letzte Frage noch, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, die ich hier habe. Heißt auch hier, wartet kurz einen Augenblick, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, genau. Da ist er, Neuseeland-Dollar, US-Dollar. 15-Minuten-Chart sieht extrem bullisch aus hier auf dieser Stelle. Verharren über einem schönen Level, aber wir gucken erstmal in den Tag rein, um hier eine Verortung zu sehen. Und das ist das Interessante. Das Bild hier im New Zealand Dollar auch sehr, sehr interessant. Sehr, sehr bullisch momentan. Hier hat der Markt dankbar das Unterstützungslevel um die 0,651 aufgenommen und strebt hier schön stark nach oben hin. Und wir sehen es hier. Mittlerweile hat dieses Widerstandslevel von 0,6755 ja den Markt raus. Oder ist vom Markt rausgenommen worden. Wir gehen hier schön nach oben rein. Interessant zu sehen wird jetzt sein, was wir hier drüben machen. Schaut mal, das hier an dieser Stelle, das ist das Hoch vom Juli 2019. Das ist der nächste kleine Anlaufpunkt, den wir hier oben haben. Also hier drüben, dieser Punkt an dieser Stelle, der nächste Anlauf, das nächste Anlauflevel. Und wenn wir jetzt noch weiteres Potenzial nach oben suchen wollen, müssen wir schon weiter hochgehen. Und da wird es echt richtig, richtig spannend. Nehmen wir nämlich hier dieses kleine Zwischenhoch bei 0,67, knapp 9 raus, ist der Weg offen hier in diesen Verkaufsbereich oben um die 1,69, knapp 5. Da ist also auch viel Potenzial zur Oberseite da, das kann man rausnehmen und das ist wirklich sehr, sehr interessant und deswegen ist es so schön zu sehen, was hier oben passiert. Ne? Wir sind ja gestern kurz über dieses Level drüber gelaufen, haben dann aber abverkauft, aber das, was wir hier momentan im kleineren Bereich sehen, ist einfach ein Verharren hier oben drüber und das ist ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Wenn wir nicht in die Tiefe reingehen und den Markt nach unten wieder abverkaufen, wäre das ein Stärkezeichen und die Fortsetzung übers Tageshoch von gestern, also wenn das Tageshoch von gestern gekauft wird, sollte dann doch einiges an Käufern in den Markt ziehen und als nächstes mal hier oben in knapp Richtung 0,67,9 mit drauflaufen. Also ein schöner bullischer Markt aus aktueller Sicht. Bleibt es hier oben an dieser Konsolidierung, dann haben wir es schön zur Oberseite hängen. Und da heißt das also, die 67,55 geben einen guten Boden. Das heißt, das wird dann hier zum grünen Bereich, die Kaufzone. Und wenn die verteidigt wird, ist das durchaus ein sehr, sehr bullisches Zeichen für die Oberseite. So, gut. Dann sehe ich hier Fragen nur noch zum Thema S&P 500. Eine Schulterkopf-Schulterformation in der Stunde. Das schauen wir uns gleich mal an, Freunde. Das ist interessant. Hier haben wir ihn, den S&P 500. Im Kurzfristbereich natürlich gestern ganz klar hier ein Tag, der etwas Abgaben gehabt hat. Aber hier muss man einfach sehen,
rein technisch. Also lassen wir jetzt mal das ganze politische Tamtam weg, mit irgendwelchen Zöllen, mit irgendwelchen Entwertungen der Währung und, sondern konzentrieren wir uns einfach mal auf das, was am Markt passiert, weil das Ganze drumherum, was wir hier haben, mit den Zöllen, mit der Abwertung der Währung und, das hat natürlich Auswirkungen auf der Wirtschaft. Nur alleine das bewegt natürlich keine Kurse, sondern die Kurse bewegen die Händler, ja. Und wenn die Händler sich sagen, okay, das war's jetzt erstmal, wir bestätigen mal das Umkehrsignal von gestern nach unten hin, ja, dann ist das so. Dann sehen wir ein bisschen Korrektur und wir sind ja hier wirklich aus einer bullischen Konsolidierung schön nach oben auch mit ausgebrochen. Und wenn wir es mal sehen, hier im S&P 500, war das genau im S&P 500 im Monatschart, da ist Allzeit hoch, ja, da ist einfach der Bullenmarkt komplett am Rennen. Aus diesem Grund steht hier einer weiteren Fortsetzung dieser Aufwärtsdynamik nichts im Wege, rein aus trendtechnischer Sicht. Und man hat ja auch überhaupt keine Alternativen dazu, ja. Die Zinsen sind auf Ewigkeit, naja, nee, nicht Ewigkeiten, müssen wir mal so sagen, aber für die nächsten Jahre sind die ja schon manifestiert, sozusagen auf einem sehr, sehr niedrigem Niveau. Ja, das hat ja Paul gesagt, was hier passieren soll. Wir haben gesehen, wie die T-Bonds reagiert haben. Also alles sozusagen auf der Zinsseite nichts mehr vorhanden, da ist nichts mehr zu holen. Da haben auch eine Menge Amerikaner jetzt ziemlich Pech, die auf diese Treasury Bonds für die Altersvorsorge gesetzt haben. Und das wird mit guter Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass weiterhin gutes Geld in den Aktienmarkt mit fließt. Auch die Instis geben Geld rein, die geben die Rallye fort. Das heißt, nach oben hin mittelfristig ist eher der Markt offen. Kurzfristig kann es allerdings immer wieder zu Korrekturen kommen. Hier muss man allerdings immer wieder im Raum haben, bitte darauf achten, dass der Markt hier sehr, sehr bullisch unterwegs ist und wir an dieser Stelle das Ganze hier mit sehen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Eine SKS im Stundenmarkt. Nee, sehe ich gar nicht. Überhaupt nicht. Gut, man könnte jetzt auf die Idee kommen. Wartet mal, ich zeichne es mal ganz kurz ein. Man könnte jetzt hier tatsächlich auf die Idee kommen, zu sagen: Okay, hier ist eine Schulter, hier ist der Kopf. Ja. Und dann komme ich schon ins Straucheln, weil das, was wir hier haben, ist jetzt nicht so eine klassische Schulter, sondern die Schulter sollte dann eher auf andere Richtung kommen, sodass wir hier beispielsweise hier den Trend nach oben hatten, also dieses hier sozusagen nach oben, das jetzt nochmal die Gegenbewegung, hier unten dann in diesem Bereich die Nackenlinie und dann könnte sich hier die zweite Schulter ausformen. Das könnte unter Umständen passieren, aber da ist aktuell noch gar nichts da. Also dieser kleine Zacker, den wir hier haben, ist in Bezug auf eine ganz klassische Ausformung einer Schulterkopf-Schulterformation nicht unbedingt die zweite Schulter, sondern das ist einfach nur der Abwärtsrutsch zur Unterseite hin. Hier gab es quasi nicht wirklich viel, was da gelaufen ist. Das heißt hier an diesem Punkt, wenn wir uns das mal in der kleineren Zeit halt noch mit anschauen wollen, das war hier einfach der Rutsch nach unten, ne? Hier, das war stark in einem, ich sage ich mal, Inside-Bereich mitgelaufen. Das ist immer ein bisschen tricky, aber eine Schulter sieht ein bisschen anders aus. Eine Schulter sieht wirklich eher so aus wie das Runde hier, was wir da haben. Von der Seite her sehe ich hier jetzt zumindest aus aktueller Sicht jetzt nicht die Gefahr einer Schulterkopf-Schulterformation, auch wenn man natürlich hier unten in diesem Bereich tief in die Korrektur reingelaufen ist und da so eine Art Nackenlinie auch mit hat. Aber solange wie sich jetzt hier nichts nach unten ausformt oder zur Seite hin, sozusagen wir hier in diesem Bereich nicht eine, sage ich mal, eine Rundung nach unten ziehen und dann hier runterlaufen, ohne hier ein Zwischenhoch zu machen, sondern ein tieferes Hoch hinterlassen und dann direkt nach unten abtauchen, wann auch immer das kommen wird. Das wäre dann die Möglichkeit einer kurzfristigen SKS, aber die ist, wenn überhaupt, dann aktuell in einer Entstehung. Noch ist sie nicht da, aber wir behalten das mal so ein kleines bisschen mit im Auge in Bezug auf diesen Trend. Ju, da hätten wir das. Dann sage ich mal danke heute fürs Zuschauen. Sorry nochmal für die Sachen hier, die Facebook momentan nicht so will. Der Teufel der Technik, der steckt hier ein bisschen im Detail. Der Issue bei Facebook ist bekannt. Ich kann da nur um Geduld bitten. Irgendwann wird Facebook das Ganze auch gelöst haben. Und dann haben wir wieder alles schick, wie es sein soll. Danke fürs Zuschauen. Der Markt ist offen. 9:15 Uhr. Da haben wir heute aber lang gemacht. Danke für die vielen Fragen. Und ich sage Tschüss, bis morgen. Gutes Trading und dann um 8:30 Uhr wieder rein, live in die Märkte. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.